Schuck wieder frei. Am 6. August 2001 wird Schuck wieder freigelassen und führt seine Versuche fort, das Label wieder zu etablieren. Trotz des bösen Blutes scheint Corrupt wieder gezwungen, bei Schuck zu sein, was auch einen Keil zwischen ihn und Daz treibt. Da Corrupt sogar als Bonus der neue Vizepräsident des Labels Death Row werden wird. Das Label ändert den Namen übrigens 2001 auch in The Row Records um. Aber kommen wir zurück zu Schuck. 2002, das zweite Jahr, in dem Schuck versucht, sich wieder zu fassen und zu etablieren, schlägt das Schicksal wieder zu. Denn im April 2002 verunglückt die neue Labelhoffnung und TLC-Mitglied Lisa Left Eye Lopez mit ihrem Auto tödlich. Sie befindet sich gerade in Honduras, hat Freunde und Kameras dabei. Sie dokumentiert ihren Aufenthalt, aber auch den Autounfall. Ihr Tod löst Trauer auf der ganzen Welt aus. TLC war in den 90ern weltberühmt und hatte viele Hits, wie zum Beispiel No Scrubs oder Waterfalls. Sie hinterlässt eine große Lücke bei denen, die sie liebten, aber auch im Roster von Death Row. Auch Schuck persönlich erwarten keine rosigen Zeiten. Trotz der Zeit im Bau kann er seinem kriminellen Leben nicht abschwören und muss wieder wegen illegalem Waffenbesitz für 60 Tage ins Gefängnis. Doch das soll immer noch nicht der letzte Eintrag in seiner Akte gewesen sein. Denn nur 5 Monate später bedient ihn ein Parkanweiser so penibel, dass der pflichtbewusste Angestellte von Schuck Knight verprügelt wird. Nächste Anzeige. Letztendlich wandert Schuck dafür im August 2003 für 10 Monate in das Mule Creek State Prison in Kalifornien. Im selben Jahr signen Dre mit Aftermath und Eminem mit Shady Records den im Untergrund überkrass gehypten New Yorker Rapper 50 Cent. Sein darauf folgendes Album, Get Rich or Die Tryin', wird in dem Jahr alles an Konkurrenz im Game rasieren. Angeblich besuchte Suge Knight mit 20 Latinos den Videodreh bzw. das Set von In The Club und alle gerieten in Panik. Ein paar Sekunden lang alles ruhig. Suge sieht sich um, zieht an seiner Zigarre und gibt nach ein paar Sekunden schließlich das Zeichen, sie werden wieder gehen. Und gehen dann einfach wieder. Nach dieser obligatorischen Wiedersehensfeier mit Familie und Freunden geht Schuck ab 2004 gleich wieder an die Arbeit für The Row. Neben dem neuen Album des derzeitigen Label-Zugpferdes Corrupt, Against the Grain, und der Verpflichtung P.D. Pablos macht der umstrittene Rap-Mogul als letztes dadurch von sich reden, dass er zur Weihnachtszeit ein Album veröffentlichen will, dessen Erlös an bedürftige Familien vom im Irak eingesetzten US-Soldaten gestiftet wird. Ob der Knast den chronisch Kriminellen diesmal zu einem harmlosen Wohltäter gemacht hat, ist aber zu bezweifeln. Der Name Schuck Knight ist einfach zu eng mit zwielichtigen Personen und kriminellen Machenschaften verstrickt. Im August 2005 wird Schuck in einem Miami-Club attackiert, während er gerade sein Leben chillt. Schön in so einer klassischen Sitzecke mit Champagner, Ladies. Und da kommt der Typ einfach auf Schuck zu und schießt einfach auf ihn. Er hat ihm dabei zum Glück nur ins Bein geschossen und auch keine anderen verletzt. Aber das Beste, der Täter konnte lediglich wie folgt beschrieben werden. Männlich, schwarz, mit pinkem T-Shirt. Okay, nice. Ebenfalls im selben Jahr gewinnen Lydia und Michael Harris, aka Harry O, einen Gerichtsstreit über knapp 107 Millionen US-Dollar gegen Schuck und Death Row. Davon bekommt Ehefrau Lydia 1,2 Millionen ab, kurz bevor sie sich danach scheiden lassen. Im April 2006 bestätigt sich zumindest das lange Gerücht, dass The Row vor dem finanziellen aussteht. Schuck Knight meldet für sich und sein Label Konkurs in Millionenhöhe an. Die Ära Death Row hat damit ein für alle Mal ein Ende gefunden. So wie der Name Schuck Knight. Am 15. Januar 2009 wird Death Row Records von Wide Awake für 18 Millionen Dollar gekauft. 2009 bringen diese das Chronic-Album erneut raus, aber inklusive 7 unreleaseder Bonus-Songs. Dann noch Snoop Doggy Dogg's Death Row Lost Sessions und The Ultimate Collection mit einer Best-of und 2 CDs mit unveröffentlichten Songs plus einer DVD mit Videos, darunter auch das Dre-Video Puffin' on Blunts, das nie veröffentlicht wurde. Kann man aber mittlerweile auch auf YouTube bestaunen. Und 2010 macht Schuck Knight wieder mal Schlagzeilen, denn der Friseur Greg the Barber knockt ihn vor einem LA-Nachtclub aus. Das Video und die Bilder gehen viral.
2012 geht Wide Awake bankrott, aber verkauft 2013 alle Death Row-Rechte für 180 Millionen. Und zwar dem kanadischen Entertainment-Konglomerat E1 oder Entertainment One. Death Row ist jetzt also in Kanada ansässig. 2014 verkaufen Dr. Dre und Ted Field die Rechte der Beats Electronics exklusiv an Apple für über 3 Milliarden Dollar. Die Firma wurde 2006 gegründet und 2008 wurden die ersten Kopfhörer auf den Markt gebracht. Die Marke schlug auf dem Markt sehr gut ein und legte die Messlatte für die Branche aufs nächste Level. Dre hat nach Death Row also nochmal richtig die Kurve gekriegt. Erster Hip-Hop-Milliardär. Crazy. Im August 2019 kaufte Spielzeughersteller Hasbro E1 auf für 4 Milliarden, was sie gleichzeitig zum Besitzer von Death Row machte. Und schon 2021 wird die Sparte E1 Music inklusive Death Row Records nochmal weiterverkauft werden. Und im Hintergrund finden weiterhin Verhandlungen statt, aber erst weiter mit Mr. Knight. Kapitel 10. Suge Knight heute. Suge Knight sitzt derzeit lebenslänglich für den Mord an Terry Carter. Die Hintergründe? Für Hollywood wird in der Zeit 2013 der autobiografische NWA-Film gedreht. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Herr Knight im Film auch dargestellt wird. Suge wurde von den Produzenten, Dr. Dre und Ice Cube aber nicht nach einer Berechtigung gefragt, um ihn als Figur darstellen zu dürfen. Und er will klären, wie er dargestellt wird und in welchen Szenen. Also möchte er auch Zugriff aufs Drehbuch und stellt somit jede Menge Bedingungen und Hindernisse auf. Zumindest scheint das sein Plan zu sein. Und so erscheint er am Set zum NWA-Film Compton's Most Wanted und sucht das Gespräch. Dabei will sein Freund Terry Carter das Treffen arrangieren, aber Suge gerät mit Schauspieler Clay Sloan, aka Bone, in eine verbale Auseinandersetzung, die jedoch erstmal unter Kontrolle scheint. Bone und Carter begeben sich währenddessen zu einem nahegelegenen Diner, wo Suge dann auch auf dem Parkplatz auftaucht, immer noch in seinem Pickup sitzend. Eine nächste Konversation mit Bone, die so ausartet, dass Bone an die Fahrerseite von Suge kommt, sie sich streiten und Bone ihm letztendlich eine boxt, während Suge in seinem Pickup sitzt und plötzlich zurücksetzt, dabei erst Terry Carter überrollt, dann nochmal vorwärts Gas gibt und beide überrollt. Terry Carter stirbt noch an Ort und Stelle. Bone kann überleben. Selbstverständlich flüchtet Suge danach. Zeugen sagen aus, dass es nach Absicht und nicht einem Unfall aussah. Und so wird Suge kurz danach in Gewahrsam genommen und am Ende sogar für 28 Jahre, also lebenslänglich, ins Gefängnis gehen. Und die Kaution wird auf 25 Millionen Dollar gesetzt. Suge klappt bei der Verkündung der Kautionssumme zusammen und verliert das Bewusstsein. Er wird wohl für den Rest seines Lebens nicht mehr freikommen. Der Moment, in dem man realisiert, should have been all in the videos, all on a record, dancing, 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 dancing. Death Row bringt insgesamt über 60 Alben und Soundtracks raus und die Singles noch dazu und verkauft dabei zig Millionen Platten und machte hunderte Millionen an purem Gewinn. Zur Peak belief sich das Death Row Imperium auf eine halbe Milliarde Dollar, was heute etwa 975 Millionen wären. Künstler, die bei Death Row gesigned waren. Viele Menschen aus dem Death Row-Umfeld und auch enger Involvierte haben in der Death Row-Ära oder danach mit ihrem Leben bezahlen müssen. Einige sind auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen, teilweise bis heute ungeklärt. 95 Big Jake, aka William Radcliffe. Dann Tupac. Nach dem Attentat auf Tupac etwa 11 Tote durch Schießereien zwischen den beiden Gangs, den Crips und Bloods. Die einen auf der Orlando Anderson Southside Crips Seite, die anderen auf der Mob Piru Bloods und Shooks Seite. 97 Biggie. Dann Hendog, der Zeichner vom Death Row Logo. Shooks Kopfgeldkiller, Pucci und wer weiß wie viele Gangleute im Hintergrund noch. Aber auch mysteriöse Geschichten wie bei der Hitmaschine Producer Johnny J, der angeblich Harakiri begangen haben soll. Er ist im Gefängnis über eine Brüstung gestürzt oder soll gesprungen sein. Nie im Leben, sagt seine Frau. Er wurde geäpstient, ist die Vermutung. Ich sage auch, auf keinen Fall Selbstmord. Johnny Lee Jackson, so bürgerlich, hat für Tupac viele Hitbeats geliefert. Zum Beispiel, How Do You Want It? Are You Still Down?
Death Around the Corner, Pour Out a Little Liquor und mehrere Songs auf den Alben All Eyes on Me, Still I Rise, Are You Still Down und Better Days. Johnny J. ist nach Tupacs Tod im Besitz unreleaseder Pac-Songs, unter anderem auch das Master von Unconditional Love. Er bekommt mit, dass Death Row plant, dieselbe Version des Songs zu veröffentlichen, aber statt der Tupac-Lyrics wird MC Hammer auf dem Song sein. Und deshalb gibt Johnny J. diesen Song seinem Kollegen Damien Young, welcher Chef beim Radiosender Power 106 FM ist und öfter unveröffentlichte Songs von Johnny J. bekommt, um zu testen, wie die Hörer auf die Songs reagieren. Unconditional Love kommt dabei so gut an, dass er in die Rotation kommt und 50 Mal die Woche gespielt wird. Wochenlang. Der Anwalt von Interscope meldet sich beim Sender und weist auf das Fax hin, welche das Airplay des Songs verbietet. Das Fax sei aber nie angekommen. Der Song wird weitergespielt. 3 Tage später erhält Damien Young einen handgeschriebenen Brief als Fax. Eine Drohung. Er solle sich vorsehen, wenn er weiter unveröffentlichtes Tupac-Material spielen würde. 4 Tage später, am 21. Oktober, erhält Johnny J. auf seinem Pager die Message 187. Johnny glaubt, die Nachricht käme von Death Row und gemeint wäre damit der kalifornische Polizeicode für Mord. Zusätzlich folgt kurz danach ein Anruf von Stephen Levy, hohes Tier bei Priority, mit dem Rat, er solle gut auf sich aufpassen, falls er plant, weiterhin unveröffentlichte Pac-Songs rauszugeben bzw. spielen zu lassen. Johnny sieht das eher als Ratschlag statt als Drohung. 2008 wird er zum 3. Mal wegen Trunkenheit am Steuer gebastet und kommt für 3 Jahre in die Twin Towers Correctional Facility, wo er am 3. Oktober verstirbt. Wie gesagt, angeblich durch selbst Harakiri. Es heißt, er habe sich gegen 6.45 Uhr von den Wärtern unbemerkt entziehen können und sei über das Treppengeländer im 4. oder 5. Stock in den Tod gesprungen. Er wird erst über eine halbe Stunde später bewusstlos aufgefunden, ins Krankenhaus gebracht, aber um 7.22 Uhr für tot erklärt. Dann Tupac Ex-Bodyguard Frank Alexander, der schon ab 97 wiederholt Morddrohungen erhalten hatte, mit der Abkürzung DRR Wants You Dead. DRR, Death Row Records. Seine Leiche wurde 2013 in seinem eigenen Haus vorgefunden, mit mindestens einer Schusswunde. Ein Selbstmord sei auszuschließen. Und wer weiß, wer noch alles im Hintergrund zu Schaden kam. Und, wie Biggie das so schön in einem seiner letzten Interviews sagt, I gotta stay on a positive vibe. All my people's gotta stay on a positive vibe, you know. The negativity just brings failure, you know. Ist so. Leute aus dem Death Row-Umfeld, die immer noch aktiv sind oder sich in der Öffentlichkeit in Interviews zeigen, sind zum Beispiel Dr. Dre, der mittlerweile Milliardär ist, wie gesagt, und am Ende immer rechtzeitig die richtige Entscheidung getroffen hat. Ob bei der Trennung von Ruthless oder Death Row oder beim Signing von Eminem. Dann Snoop, der konstant präsent war, ob mit Musik, in Filmen oder TV-Shows. Snoop ist bis heute aktiver Künstler und Entertainer. Corrupt und Daz, zumindest haben die auf jeden Fall in den letzten Monaten und Jahren immer noch musikalische Lebenszeichen von sich gegeben. Und ihre Social Media Accounts haben sie auch noch, zum Beispiel Instagram. The DOC ist auch noch da. Er hat erst vor kurzem, vor einem halben Jahr oder so, ein Interview bei Vlad TV gegeben. Danny Boy gibt zum Beispiel auch immer noch Interviews. Reggie Wright Jr., dessen Firma Right Way Security bei Death Row als Sicherheitsunternehmen registriert war. Er gibt immer wieder Interviews und beantwortet Fragen, gibt's alles auf YouTube. Aber es gibt auch Gerüchte, dass er in dem Biggie-Mord mit involviert war. Was davon stimmt und was nicht, ist noch eine andere Frage. Im Februar 2022 kündigt Snoop es dann offiziell an. Er hat Death Row Records gekauft. Eine, wie ich finde, sehr erfreuliche und belebende Nachricht. Und er hat sogar schon direkt was released. Sein Album Back on Death Row. Snoop hat auch dafür gesorgt, dass der Death Row-Katalog fast komplett für Social Media verfügbar ist. Zum Beispiel für TikTok. Und schließlich auch Harry O. Seine Geschichte geht 2018 weiter. Ein wichtiges Ereignis wollte ich noch erwähnen. Denn die Klage gegen Shook und Death Row führt zu einer Schadenssumme von, wie gesagt, 107 Millionen Dollar, die Michael Harris zugesprochen werden. Er bekommt Recht.
Nachdem er seine Haftstrafe von 30 Jahren von 25 bis lebenslänglich für versuchten Mord abgesessen hat, folgt direkt die 20 Jahre Strafe für seine Drogengeschäfte im Lombok, wo er bis 2018 Häftling bleiben sollte. Aber als eine seiner letzten Handlungen im Präsidentenamt hat der damalige US-Präsident Donald Trump Harry O. seine lang ersehnte Begnadigung gewährt und ihn nach 30 Jahren Haft in die Freiheit entlassen. Harris hat sich seitdem nicht besonders oft in der Öffentlichkeit gezeigt, aber ab und zu. Es gibt Fotos mit Dr. Dre, mit Snoop und er war Ende 22 bei einem Podcast, wo er einige interessante Fragen beantwortet hat. Gibt's auch bei YouTube als Interview-Video. Okay, und falls ich deiner Meinung nach irgendwas ausgelassen habe, das du wichtig findest oder etwas falsch war, dann lass mir deine Anmerkung als Kommentar da. Die Besten werden angepinnt. Und damit bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, dein Interesse, deine Aufmerksamkeit und deinen Support. Bis zum nächsten Video. Peace out und One Love. Mo. Fugger!